Die Stiftungsgastprofessur Komposition ist ein ganz besonderes Projekt an dieser Hochschule, auch deshalb, weil sie sich den zeitgenössischen Künsten widmet und damit auch das Profil dieser Hochschule stärkt. Wir hatten jetzt schon drei ganz wunderbare und sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten hier an der Hochschule, die als StiftungsgastprofessorInnen gewirkt haben, mit unseren Studierenden, unseren Lehrenden gearbeitet haben und hier Impulse gesetzt haben in die künstlerische Ausbildung. Und jetzt wollten wir jemanden, der sehr nah an den Studierenden ist, der auch mit Elektronik und Film, mit Medien arbeitet. Und tatsächlich kam der Vorschlag dieses Mal aus der Studierendenschaft, der Name Koka Nikolaze. So here is an example of my video piece. And so that's what I do. Und dass er auch erstmal gekommen ist, das war auch sein Wunsch, nicht mit einem fertigen Programm, sondern er kam und sagte, ich will erstmal gucken, wie ihr tickt, was macht ihr, was interessiert euch. So, can we go clockwise? Yeah, my name is Riverton. I'm the double bassist here from Yoga Academy. I'm mostly curious about how you can approach these fields. Dieses Mal haben wir wirklich zum ersten Mal Studierende aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Hello, I'm Vanatos, I study art and I am also interested in everything. And you have to work with a person who, let's say, writes text, you write music, and then it just takes 13 emails to move one step forward, and you're really frustrated, you don't know how to go about this. So, obviously, we're dealing with a tradition of music composition, and there are people who compose music. Those are the people that deal with timbre and, you know, melody and harmony and timbre and form, and it's so frustrating when you have to do this, but then you hear... So, what's happening? Er überspitzt manchmal Thesen, spricht sehr viel von eigenen Erfahrungen. So I get to be an author. I get to write some things that then other people do. Like I write this operation manuals of what other people should do. Why? Und triggert damit auch natürlich Ideen oder Reflexionen bei den Studierenden. That's a good point. So on top there is this awesome work that everybody loves. There is the insignificant work that no one cares about and everything in between. The most awesome thing in that case is probably capitalism, which is the most awesome thing ever created. If we aim for an awesome artwork, then that is already the artwork that exists there. Now, when it comes to that, well, how? Well, in a very simple way, that the admiration that you try to achieve, mm-hmm. is just not what art is about. Obviously, not everyone will admire it. That's the absolute point, right? That you will never reach. Why you actually move in this direction, or why you actually somehow fix up concepts in such a neat yes. way. I mean that each and every one of you must somehow push yourself to define these things. So I just adopted this perspective to throw it at the table and now we're just playing ping pong with it. Was sind aber auch konkrete Tools und Werkzeuge, die man verwenden kann, um als nicht nur als Komponistin und Komponist, sondern eben auch als Instrumentalist oder als Regisseurin da voranzukommen in dem, was ich eigentlich will. Like
was mich sehr beeindruckt bei Coca Nicolazzi, ist zum einen das, was er macht, also auch die Beatmaschinen, die er fabriziert, die Konzepte, die dahinter liegen. This is just a little wooden piece with three springs. The body of the instrument, you see, is made of wood. It's plywood, but it's actually this aviation-grade plywood that they use to make miniature models. Die Hingabe, mit der er mit diesem Material arbeitet. So that was a lot of work. It was like a Christmas light. You could daisy chain these known stands together, so you can have any number of them. So I found this for 10 euros. Originally it was for 10 euros. Ich denke, dass die Art, wie Coca Nicolazzi sein, also nicht nur sein Privatleben, sondern auch sein Umfeld, also das, was ihn angeht, mit was er arbeitet, in sein Werk einfließen und wie er es auch offenlegt, ist vielleicht nicht ungewöhnlich, aber es ist ungewöhnlich, wie er das an uns kommuniziert und dadurch sehr, glaube ich, die Studierenden auch ermutigt, wirklich zu gucken, was ist denn hier? Was habe ich hier für Material zur Verfügung? Und er findet hier eine Schraube, er findet hier eine Sprungfeder und arbeitet mit dem, was da ist. You know, everything was a search process. You know, you try this, you try that, and all of a sudden something is like, oh, that. This is pocket beatbox. Thank you.